Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal auf den Zeitraum vom 15. bis zum 30. September ganz allgemein, worauf ihr achten müsst, was ich zeigen will, was passieren könnte. Schauen wir einfach mal, was so durchkommt. Wenn es mit euch resoniert, macht es absolut Sinn, sich am Ende der Legung in der Playlist 15. bis 30. umzuschauen, euch da nochmal euren Aszendenten für Gefühls- und Beziehungsangelegenheiten Mond-Venus mit anzuschauen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Lebenskarten, Berufungskarten, Seelenplan. Schaut euch da einfach mal um, ob das was für euch ist. Denn wenn ihr eure Karten kennt und die in einem Reading fallen, nicht nur bei mir, sondern eben bei allen, die mit Rider-Waite leben, dann gibt euch das einfach nochmal individuellere, persönlichere Informationen und Impulse. Deswegen biete ich das an. So, damit ihr halt eben das Beste und Meiste aus den Readings mitnehmen könnt. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere für den Zeitraum vom 15. bis zum 30. September. Vielen Dank. Zwei der Kelche. Vier der Münzen auf dem Kopf, Ritter der Schwerter auf dem Kopf, Königin der Münzen auf dem Kopf, Rat des Schicksals auf dem Kopf und die Neun der Stäbe. So, wir klären das Ganze. Warum die Königin der Münzen auf dem Kopf? Königin der Schwerter auf dem Kopf, das Rat des Schicksals auf dem Kopf, der Hierophant. Warum die Neun der Stäbe? Okay, die beiden wollten raus. Zwei der Kelche, acht der Münzen. So, es kann sein, dass hier eine Beziehung oder Freundschaft auf hässliche Weise geendet hat für einige von euch. Ja, so wirklich von jetzt auf gleich, möglicherweise Ghosting. Oder es ist schon ein Weilchen her und man hat schlicht und ergreifend einfach keine Berührungsverbindungskontaktpunkte mehr. Offensichtlich bewegt euch das aber noch. Also mit dem Rat des Schicksals auf dem Kopf hier und Königin der Münzen auf dem Kopf seid ihr da irgendwie energetisch mal zumindest noch drin oder dran. Ihr wisst offensichtlich nicht so richtig, wie ihr euch wieder zusammengepuzzelt kriegt. Also das war eine Erfahrung, die war wirklich sehr, sehr unschön. Es kann tatsächlich die Möglichkeit geben, und es wird einige von euch jetzt überraschen, so wie es hier liegt, dass dieser Mensch nochmal auf euch zukommt. Ja, dass es vielleicht nochmal eine Anfrage nach einer zweiten oder x-ten Chance ist. Ihr seid hier aufgefordert, aber genau zu prüfen. Hört bitte, bitte auf euer Bauchgefühl. Ja, wirklich auch, also nicht irgendwie was durchdenken. Oder schönreden, so nach dem Motto, ja, und er oder sie hatte aber ja in der Vergangenheit Bindungsängste und so weiter. Nein, wer euch schlecht behandelt, hat euch schlecht behandelt und sollte ganz genau auf Herz und Nieren, sage ich jetzt mal, in eurem Gefühlsleben geprüft werden. Weil, die Gefahr besteht, dass ihr lachend in die Kreissäge lauft und das muss ja nicht sein. Es gibt so viele Fehler, die man machen kann, da muss man einen nicht zweimal machen. Das heißt, ihr seid hier wirklich aufgefordert zu prüfen und auch zu prüfen, was das mit eurem Selbstwert machen würde, wenn ihr diesem Menschen nochmal eine Chance gebt. Ja. Versöhnen ja, nochmal in eine Freundschaft oder Beziehung, überlegt euch das bitte, bitte gut. Das ist hier offensichtlich eine Karma-Aufgabe. Ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, etwas anders zu machen. Rat des Schicksals auf dem Kopf, klar, nochmal eine Runde, aber der Hierophant, ihr habt jetzt das Wissen und das Gefühl und die Erfahrung, es anders zu machen und dazu seid ihr hier aufgefordert. Jobtechnisch zeigt sich hier jetzt nicht so ganz so viel, außer dass hier im Arbeitsumfeld möglicherweise ein Streit geschlichtet werden kann, ein Problem gelöst werden kann. Da könnte man sich mit gewissen Kollegen oder Chefs vertragen.
Es kann auch sein, dass ihr hier neue Angebote bekommt. Diese Angebote sind aber leider ein bisschen schlechter bezahlt oder von den Konditionen generell her ein bisschen schlechter. Deswegen geht da auch in euch, in euer Bauchgefühl. Wenn ihr euch das leisten könnt, etwas weniger zu verdienen, dafür aber einen viel, viel tolleren Job zu haben, ne, liegt die Antwort klar auf der Hand, wägt da bitte ab. Wichtig ist, dass ihr Grenzen setzt und bei euch bleibt. Ja? Dass ihr euch nicht irgendwie, wie sagt man so schön, katholisch quatschen lasst, also euch nicht zu etwas überreden lasst, was eigentlich gegen euer Gefühl ist. Meine Lieben, schaut euch dazu euren Aszendenten Mond Venus gerne noch an. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne den Kanal, wenn ich euch hiermit helfen konnte. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.